Lust und Laune haben, so circa 6 Uhr, 6.30 Uhr gibt es hier den Frühstart. Kommen Sie hier hin, schauen Sie sich das an. Ganz tolles Bild, natürlich auch früh morgens, was man hier erleben den wir durchgezählt haben. So, Startplatz A, Startplatz B. Dort halten sich jetzt bitte nur noch Mitfahrgäste auf und Co. und Teammitglieder, die hier beim Aufrüsten natürlich mich helfen. Und hier vorne so ein bisschen in dem oberen Teil, da sind wir in der Vorbereitung mit Uwe Ort. Da geht es dann um den neuen Ballon, der heute vorgestellt wird. Und als Taufpate ist mit dabei Jordi Gerald, der neue Marketingdirektor der Larschner Brauerei, hat heute seinen ersten Arbeitstag und da werden wir ihn doch gleich noch ein bisschen befragen. Hat schon sehr, sehr vieles gemacht bei sehr großen Unternehmen und freut sich auf seine neue Aufgabe in Warstein. Seine ganze Familie ist mit dabei und es wird seine, für die Familie natürlich auch, erste Ballonfahrt sein und das mit Garantie unter den richtigen Bedingungen. Und da steht sie auch schon und ich glaube, meine Damen und Herren, damit wir auch uns heute Abend fürs Nightclub schon mal ein bisschen locker machen, einen Applaus für unsere Sonnenblume. Begrüßt, liebe Kinder, einmal den großen Applaus unsere Sonnenblume. Die Weltcup-Hotels heute Abend, unser Präsentator des Nightclubs und der ganz tolle Sonderform insgesamt. So, beide Arme gehen nach vorne. Das bedeutet, der Pilot macht sich bereit. Ja, da schaut der eine oder andere noch. Gucken Sie sich die Piloten an, die haben kaum Haare. Das liegt daran, dass sie zu nah am Brenner sind. So, da gehen unsere Sonnenblumen los. Schön winken, Kinder. Winkt mal schön, da winken auch die Gäste zurück. Glück ab, Bodenland. So spricht man hier in der Ballonersprache. Und das ist immer ein sehr, sehr beliebtes Fotomotiv. Der Geschäftsführer Mario Bücki, der hat das Ding, glaube ich, schon so oft fotografiert und hört überhaupt nicht auf. Mario, immer noch ein erhebender Moment. Letztes Jahr haben wir es getauft, aber ist es doch immer noch toll. So, Uwe Ort hat ja auch schon noch nicht ausgepackt. Das heißt, die Ballonlaufe werden wir gleich hier in Ruhe durchführen. So, wir warten auf die nächsten, die jetzt hier hochgehen. Und heute haben wir auch für unsere Sonderformen ideale Wetterbedingungen.
zu den Kollegen von Mannheim, auch jahrelang schon mit dabei bei der internationalen Bundesliga. Die gehen hinterher und dann gibt es auch schon die nächsten. Die Kollegen aus Aachen, ja, die alle anderen, nur noch in der dritten Liga. Aber wir freuen uns trotzdem und wünschen denen alles Gute mit ihrem Ballon in der Westen. Und hier letztes Jahr war auch das Bild für Männchen hier bei uns. Von uns hier auf der Warsteiner Internationalen Mongoliade. Und liebe Kinder, freut euch nochmal auf die Sonderformen. Wir haben viele Sonderformen in diesem Jahr mittlerweile. Die Vorverschicht, 19 verschiedene Sonderformen. Eine ist schon weg. Das ist unsere Sonnenblume gewesen, die Weltgang-Sonnenblume. Aber die anderen, die kommen, wenn hier dann auf dem Stapler so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. So, und da gibt es dann auch den Nierhin von Serbien abgeschossen. Also, wollen wir mal hoffen, dass
ihnen nichts passiert in diesem Ballon. Heute in Nürnberg sind sie auf jeden Fall nicht über ein 1-1 hinausgekommen. So, und wir haben natürlich auch einen Piloten, den Jürgen, lauf nicht mit bei mir. Er haut immer wieder ab, um den Löser zu begrüßen. Ist klar, er geht mir im Moment ein bisschen aus dem Weg. Er fährt nämlich den Ballon mit der Hündin des Nürburgrings. Komischerweise sprechen die im Moment alle nicht so gerne über den Nürburgring. Aber hier geht er heute hoch. Hier wird der Nürburgring nochmal weit nach oben gehen. Die Steiermark! Die Steiermark orange hat er sich gekleidet und die Steiermark grüßt das grüne Herz Österreichs, grüßt das grüne Warstein. Auch eine neue Sonderform, die wir in diesem Jahr hier begrüßen, die Steiermark. Und liebe Gäste, bei wenig Wind können Sie das alles sehr lange und sehr schön genießen. Und es ist heute wirklich sehr, sehr wenig Wind. Liebe Kinder, für euch zur Erklärung, so eine Ballonhülle, 3400 Quadratmeter, da könnt ihr euch jetzt nicht so viel drunter vorstellen, aber wenn ihr in einem Haus wohnt, wo 6 Familien drin wohnen, dann habt ihr die Größe dieser Ballonhülle, ein 6-Familien-Haus und diese Brenner, die diese Luft in diesem Korb, in der Ballonhülle heiß machen, die haben jeweils 3500 PS, 2 Stück hat jeder mit dabei. Und der Michael Schumacher in der Formel 1 oder Rosberg oder wie sie alle heißen, Sebastian Vettel, die haben so um die 800 PS. Da sehen wir mal hier so richtig Schub dahinter. Das ist ein Nylonstoff, da gibt es so eine Gummiauflage zu. Diese Gummiauflage schützt natürlich den Ballon auch bei schlechter Wetterlage. Der Korb ist aus einem Weichgeflecht. Mit 2 Personen kann man hier starten, aber wir haben auch hier diesen Jahr Körbe mit der Hans-Peter Salbold, der wird uns das wieder zeigen, mit 18 Personen in einem Korb, das ist eine Reisegruppe, die er in seinem Korb transportieren kann. Die Temperatur, das ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, die Temperatur in dieser Hülle, wenn es natürlich draußen wärmer wird, das hat immer mit dieser Sache zu tun, wenn es kälter ist, dann braucht man vielleicht hier nur 60 Grad Höhentemperatur. Heute gehen wir davon aus, bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, ist in der Höhe eine Temperatur von 90 Grad. 11 Nationen sind mit dabei. Die weiteste Anreise haben die Freunde aus Brasilien mit Woody Woodpecker. Der Sonderform, die wir das erste Mal hier auf der Wasser Internationalen Mongolfjahre begrüßen werden. Ja, wenn man als Taufpate engagiert ist, dann muss man hier auch mitarbeiten. Der Jordi Gerald
Der steht hier schon, kann mich aber jetzt schlecht hören, deswegen werden wir ihm gleich mal Fragen stellen. Der muss erstmal noch ein bisschen tragend hier festhalten. Und dann geht es hier gleich los als Taufpate. Und ich hoffe, das ist auch für ihn ein besonderer Moment, wenn er seinen ersten Ballon hier kaufen wird und mit diesem Ballon und seiner gesamten Familie dann das erste Mal mitfahren wird. Mit Uwe Hort, einem unserer ganz erfahrenen Piloten. So, liebe Gäste, ich hatte Ihnen ja eben mal erzählt, da war beim Briefing ja die Rede davon, dass die Landung so im Ruhrtal stattfinden wird. Wir haben gerade die neue Information bekommen. Es mag wohl den einen oder anderen geben, der es bis dahin schaffen wird. Aber letztendlich hat der Wind noch mehr abgenommen. Und das bedeutet, dass die Fahrt dann für den einen oder anderen noch ein bisschen kürzer sein wird. Weil bis zum Ruhrtal, dann kommen die im Dunkeln irgendwann an. So wenig Wind ist im Moment oben und auch in den höheren Lagen nimmt der Wind weiter ab. Wenn Sie mal über den Platz hinaus in den Wettbewerb hier, einen Wettbewerb, wo es darum geht, natürlich den Bauer-Balloni-Wettbewerb, da geht es darum, diesen nachher auf Startplatz B in ein gewisses Kreuz zu bekommen, diesen Fallschirmspringer. Und auch das Ballonteam hat eine besondere Aufgabe. Auch die müssen einen Sack abwerfen bei einem Kreuz. Und wer am nächsten dran ist, gewinnt diesen Wettbewerb. 10 Teams haben sich dazu angemeldet. So, unsere Freunde aus Russland sind auch wieder mit dabei. Mit ihrer Raumkapsel, die uns im letzten Jahr das erste Mal erfreut hat. Eine komplette Nachbildung der ersten Raumkapsel, wo Juri Gagarin mit das erste Mal von oben hierher sich anschauen konnte. Auch eine lustige Gruppe, immer wieder gut drauf. Zünftige Jungs. Und die haben dann auch sich zünftig eine Tür eingebaut in dem Korb, weil die sonst beim Einsteigen doch das eine oder andere Problem hätten. Man muss ja nur erfinderisch sein. Also, es geht nicht um Brilon, wie über den Arnsberger Wald. Heute dürfen die sich alle Brilon anschauen. Das ist auch nicht so weit. Dann kommen die auch schnell wieder. Thank you.
Ja, liebe Kinder, das Sonnenmännchen ist auch schon oben. Der Friedenbach Babelsberg, die damals komplett angereist waren, mit dem Sandmännchen dabei und natürlich jetzt auch jedes Jahr wiederkommen zur internationalen Mongolfjahre nach Warschau. Und das Sandmännchen grüßt dann gleich in Brilon alle Kinder, bevor sie ins Bett müssen. So, jetzt seid ihr da oben, sind wir drin, weil die bin ich ja nicht mehr. Ja, ich weiß das auch nicht, wie der So, hier wird noch kräftig festgehalten bei der Startnummer 50. Und jetzt Startfreigabe. Und jetzt geht es schön langsam nach oben. Startplatz B ist jetzt auch schon schön zu erkennen, unser Kater auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Eine von unseren Sonderformen, die hier aber auch, wie gesagt, gleich sofort starten und hochgehen. Und diese Hülle, die wir jetzt hier vorne noch aufklappen, das war die große neue Warsteiner Hülle. Die ist auch größer, deswegen dauert das auch ein bisschen länger. Also nicht die 3400 Kubikmeter Luft, die hineinpassen, sondern hier passen 4250 Kubikmeter rein. Und eben kam dann doch mal so ein bisschen Wind auf hier, dann drückt es dann wieder die Luft aus der Hülle. Und deswegen dauert das jetzt noch ein paar Minuten und dann geht es hier schön los. Alles gleich.
So. Und damit die 285 dicht gedrängt, schön voll. Hinten mal schön zurück. Ja, die freuen sich, wenn die Fahrt ein bisschen kürzer ist. So eng, wie die da stehen. So, der Uwe Ort. So. Nee, der muss noch wieder draußen stehen, oder? Aber. Wie der Kaffeefahrt. 28 Meter Höhe hat dieser Ballon und 4250 Quadratmeter, Kubikmeter Luft, die da daheim was nehmen. Hat etwa 8 Familien raus. Wünschen wir also den neuen Ballon und den bürgerlichen Namen Warsteiner allzeit Glück ab, gut Land, Familie Ort und jetzt wie gesagt zum ersten Mal mit dabei Jordi Werhalt mit Familie. Wir haben sofort Geld gegeben.
19 Armbombenjahre. 6 Luftschiffe. Die haben es natürlich ein bisschen einfacher. Die können landen, können aufnehmen, Gäste, können ihre Runde drehen und dann auch wieder auf der Stelle landen. Das ist dann mit einem Luftschiff etwas vorteilhafter. Ja, heute, wie gesagt, wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, es wird eine sehr langsame Fahrt und die Windrichtung hat ja noch einmal gedreht, deswegen geht es jetzt ein bisschen mehr Richtung Brilon und nicht über den Arnsberger Wald. Hat natürlich auch den Vorteil,